Gut, und als nächstes gehen wir rein in das Twitch-Video von Ehrensache. 39 Minuten über Twitch-Streamer. Ich glaube, eher so die kleinere Sorte, die hier behandelt wird. Die junge Dame kenne ich jetzt zum Beispiel schon mal gar nicht, die Doni anscheinend. Nala kennt sie auch nicht, so wie ich das mitgeschnitten habe gerade. Offensichtlich nicht. Hi Nala, sag hallo. Ja, und oh Gott, nicht runterfallen. Achtung. So, und wir starten, würde ich sagen. Es ist halt momentan so ein kleines Fenster zur Außenwelt. Ich liebe es aber wirklich, mich mit Leuten zusammenzusetzen und einfach sich auszutauschen und da Gaude zu haben. So, du bist einfach eingeladen, du kannst mitmachen und solange du dich benimmst, wirst du akzeptiert. Man ist live. Du kannst nicht löschen, was du gesagt hast. Livestreaming hat mir die Möglichkeit gegeben, ein Hobby zu entdecken, so spät in meinem Leben, dass ich nicht wusste, dass ich habe. Ein Talent zu entdecken, so Ein spät in neuer meinem Leben, dass ich Remix. nicht wusste, dass ich habe. Es gibt. Ein neuer Remix zu was für einem Song? Welches Genre denn? Und erstmal herzlich willkommen, Wuli 44. Ja, wenn das keine DMCA-Probleme gibt, ich bin da ja so ein bisschen vorsichtig, weil du weißt ja, wie das ist. Von was ist denn das ein Remix? Oder ist das ein Remix auf einem selbstgemachten Song? Ansonsten würden wir uns den nachher bestimmt nochmal anschauen. Uwe, der da hinten mit dem Bier wieder hinterm Fliesentisch sitzt und sich gerade zwei Kippen stopft. Ich hoffe bei manchen Streams, dass da nie Geruchsstream irgendwie kommt. Ja, das ist true tatsächlich. Ehrensache. Hallo, ich bin Twitch Farming, 31 Jahre alt. Ich streame meinen Arbeits. Ah, okay, da oben rechts steht die durchschnittliche Zuschauer. 1972 Zuschauer, Bruder. Hätte ich auch gern. Alltag. Live auf Twitch und aber auch mein Zweitberuf. Ich habe zwei Berufe gelernt, einmal Koch, einmal Landwirt. Und deswegen gibt es auch immer wieder Kochstreams bei mir. Ich bin Achnina und ich streame seit 4 Jahren, bin 25 Jahre alt und ich lerne auf Twitch mittlerweile, wie man Roboter baut. Also ich mache Sachen wie 3D-Druck und Programmierung und Elektroniksachen. Mein Name ist Kobelius, ich bin 31, bin ein österreichischer Twitch-Partner und mein Steckenpferd auf Twitch. Wir machen einmal kurz Pause. Ich will mal hier irgendwie den Chat noch einblenden. So. Damit ihr auch seht, wovon ich rede, wenn der Chat irgendwas schreibt. So, und weiter geht's. Gaming-Content ist Wissenschaft, sind aber auch Diskussionen und Debatten über ja, Themen, wo die Meinungen auch durchaus auseinandergehen können. Ich bin die Doni, meines Zeichens Streamerin auf Twitch. Ich bin 32 Jahre alt. Und ich mache Just Chatting. Educated Ich bin meistens zu finden in der Kategorie Just Chatting. Ich zocke auch, aber mein Main Ding ist tatsächlich Just Chatting. Ich bin Guess. Pewee. Einige kennen mich vielleicht als Art-Streamer und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ich bin freiberufliche Comic-Zeichnerin und Illustratorin. Also Twitch ist nicht mein Beruf, sondern das Zeichnen, aber ich verbinde das halt gerne damit. Ich bin der Ospin. Ich bin. Na, guck mal, da kommen wir doch schon eher in meine Regionen, was die Zuschaueranzahl angeht. 27 Jahre, 26 Jahre alt, werde 27 bald im nächsten Monat. Ich bin im Just Chatting-Bereich tätig, als Reaction-Streamer primär und an sich vertrete ich den kleineren Bereich der Streamer mit meiner subjektiven Wahrnehmung. Guten Tag, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Stay, ich bin 43. Was ist Twitch? Okay, können wir mal kurz zusammenfassen? Wir haben gerade 2 Minuten 13 Vorstellungen gesehen von wie viele waren das? 6? 8 Streamern? Die ziemlich ausufern sind, die schön dargestellt haben, was sie machen, wer sie sind, wie lange sie schon dabei sind teilweise. Und Ich dann kommt im Stay. kleineren Bereich der Streamer mit meiner subjektiven Jetzt ganz genau aufpassen, sonst verpasst ihr es. Wahrnehmung. Guten Tag, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Stay, ich bin 43. Was ist Twitch? Twitch ist eine Livestreaming-Plattform, auf der unterschiedliche Leute in verschiedenen Kategorien streamen können. Wollen wir die Fragen auch beantworten? Ich würde sagen, das macht durchaus Sinn bei so einem Video, oder?
sei es jetzt Just Chatting oder. Gut, was ist Twitch? Das wisst ihr alle, ihr seid hier. Also, mittlerweile kann man. Ich glaube, euch muss ich das nicht erklären. Die eine Hauptperson, die quasi den Stream betreibt und reicht quasi anderen Personen dann die Hände, um über gewisse Themen zu reden. Hobby, Zeitvertreib, Gaming auf jeden Fall auch, aber es hat so viel mehr Facetten wie zum Beispiel Kochen, wie zum Beispiel Tanzen, es gibt Sänger, es gibt Bäcker, LKW-Fahrer, also mittlerweile gibt es, glaube ich, nichts, was es nicht auf Twitch gibt. Twitch ist mein Hobby, was zu einem Job wurde und ich hoffe, ich kann das auf ewig, ewig machen, weil es so viel Blödsinn ist. Ja, es ist so eine... True. Kodiak, was geht? Leckerli für Nala, da müssen wir einmal kurz unterbrechen. Das soll ja... Ach, guck mal, wer da schon angeschickt hat, kommt. Ja, komm hoch. Sag einmal Hallo. Komm mal her. Nala. Komm doch. Elfriede, was ist denn mit dir? Sag einmal Hallo, bedank dich einmal bei der Rakete. So, also, jetzt hängt die hier wieder fest in meiner Hose. Hier. So. Kombination aus Hobby und Job. Wie bist du zum Streamen gekommen? Ja, tatsächlich so ein bisschen schon. Also wenn sie die Tüte hört, dann ist Feierabend. Das sind aber auch ihre Leckerlis, die liebt sie abgöttisch. So kriegt sie nicht viel Naschen, aber das ist, die mag sie total gern. Ich habe meinen ersten Stream auf Twitch Mitte 2016 gestartet irgendwann. Ich hatte vorher auf einer anderen Plattform gestreamt, die jetzt auch nicht mehr existiert. Und ich bin froh, dass ich gewechselt bin. Das ist auch 5 Jahre her wieder. Zum Stream gekommen bin ich eigentlich durch die monotone Arbeit als Landwirt. Und dachte, ich filme es einfach mal. Laptop war vorhanden, GoPro war vorhanden. Und ja, von Mal zu Mal wurde es vor. Ach krass, er filmt seinen Alltag als Landwirt oder was? Also so vom Trecker aus quasi? Krass. Ich habe zuerst mit YouTube angefangen und bin dann irgendwann auf Twitch rüber gewechselt. Also YouTube war einfach nicht so... Rust kommt später noch. Ich ziehe gerade meinen Mittwochstream ein bisschen nach. Da ist ja normalerweise immer ein React vorne, beziehungsweise ein bisschen Just Chatting. Wenn Rust denn heute möchte, wird nachher noch ein bisschen Rust gespielt im Anschluss. So meine Plattform und... Auf Twitch habe ich mich eigentlich direkt wohlgefühlt, sodass man da direkt Kontakt mit den Zuschauern hat und zusammen gucken kann, was man macht und direktes Feedback hat, fand ich gut an der Plattform. Damals hat mich mehr oder weniger Ranzratte influenced. Aktiv habe ich es erst kennengelernt, krass. Zu schauen auch nicht, sondern ich habe direkt angefangen mit Streamen tatsächlich. ja, nice. 2017 einfach mal schauen wollte, wie ich denn mit Streamen klarkomme. Worum geht's in deinen Streams? Ich bin ein Doktorand, ich bin Historiker für mittelalterliche Geschichte und habe dann begonnen, einen Teil meiner Doktorarbeit, nämlich die Quellenarbeit, also das Arbeiten mit schriftlichen Quellen aus dem Mittelalter, live zu streamen und habe damit eine Nische gefunden und aus der hat sich das dann so entwickelt, dass mein Kanal sehr stark natürlich mit Geschichte verbunden ist, aber trotzdem in Richtung Videospiele die Hände ausstreckt, Outdoor-Streams, handwerkliche Streams, also ich bezeichne es sehr gerne als Full Variety, weil es nicht nur Variety im Gaming-Bereich ist, sondern auch völlig unterschiedliche andere Formate beinhaltet. Aber das ist ja schon ein sehr, sehr krasser Einstieg mit so einem extrem speziellen Thema. Also das ist ja, ich sag mal, wenn jetzt jemand so wie ich Retro-Games streamt, dann wird ja auch immer schon gesagt, das ist Nische oder die Leute, die Souls-like-Spiele spielen, das ist Nische. Bis vor 2 Jahren war Kochen auch Nische. Aber das ist ja die Nische in der Nische noch quasi. Das ist ja heftig. Alter Schwede. Meine Streams sind komplett unterschiedlich. Mach das. Danke für den Lurky Lurk. In Zeiten, in denen mache ich wirklich nur Just Chatting, einfach weil ich Bock drauf habe, weil ich viel zu erzählen habe oder weil einfach auch ich mit dem Chat viel, viel am Reden bin. Da kann es ja schon mal passieren, dass ich eigentlich was anderes geplant hatte, aber am Ende sind dann 4 Stunden rum und wir haben eigentlich nur geredet, ist auch okay. Also ich bin wirklich jemand, ich gucke, was im Chat so abgeht, ich erzähle vielleicht... Nische ist Mainstream, ja, das ist... Teilweise wird Nische sehr, sehr schnell zum Mainstream. Also guck dir Rust an. Vor einem Jahr hat es jeder, der Rust gestreamt hat, hatte vielleicht so 10, 12 Zuschauer oder so. Und wenn du dir dann die Sache vom Rustplatz anguckst, wie krass Nische dann zum Mainstream wurde, also das ist schon,
Ist schon wild, wie schnell das manchmal auf Twitch geht und wie schnelllebig das eigentlich ist. Ein bisschen, was ich den ganzen Tag über gemacht habe. Das ist krass. Und dann steht auch im besten Falle meistens schon irgendwas im Chat, wo ich was mit anfangen kann und dann reden wir halt einfach darüber. Also bei mir läuft das komplett spontan ab. Primär geht es bei mir um Reden, Just Chatting und um Reaction-Streams, beziehungsweise Videos von YouTube klauen, sie laufen lassen und ich erzähle da irgendeinen Dünnschiss dazu. Ja, da will ich Warum auch so ein bisschen hingehen. Leute, deinen Stream? Leute gucken sich meinen Stream an, weil ich will. Also mein Stream gucken sich die Leute anscheinend immer nur an, um Nala zu sehen. Habe ich manchmal das Gefühl. Aber es ist auch okay. Quote durch Mieze. Das würde ich von mir behaupten, ich bin witzig. Ich bin witzig. Das ist auch mein Hauptgrund, warum ich streame, ist, ich bin happy am Ende eines Streams, wenn ich weiß, dass die Leute gelacht haben. Ich will witzig sein. Ich würde sagen, die Mehrheit der Leute gucken meinen Stream einfach, weil sie fasziniert sind von dem Thema Landwirtschaft. Und viele sind sehr, sehr, sehr fasziniert von der Technik, weil die Traktoren fahren mittlerweile autonom. Also nicht ganz autonom, ich muss aber nicht mehr lenken. Die fahren mit GPS und auch mit Tempomaten. Ich denke, diese Faszination, dass Landwirtschaft nicht mehr das ist, was es vor 20 Jahren war, so wie man es vielleicht noch als Kind bei Opa gekannt hatte. Ich frag doch mal. Ja, das sieht man ja tatsächlich auch an dem Erfolg von den ganzen Landwirtschaftssimulatoren-Spielen. Also mein Ding ist es persönlich nicht. Also ich habe es irgendwie vor ein paar Jahren mal angetestet, als mal irgendwie ein Landwirtschaftssimulator kostenlos im PlayStation Store war. Also mein Ding ist es nicht. Aber Gott sei Dank sind Geschmäcker ja auch verschieden. Aber da anhand dieses Spiels sieht man ja auch, wie krass sich das verändert so und wie krass da ein Fokus drauf ist. Benni, du guckst mich mit Rust, ja, sehr cool. Freut mich auf jeden Fall. Es gibt auch, ich habe gerade kleines Announcement. Ich habe gerade für ein paar mehr hundert Euro habe ich gerade eingekauft. Und die neue Grafikkarte wird morgen schon abgeholt und Anfang nächster Woche wird dann mein neuer PC zusammengebaut, sodass Rust dann auch ein bisschen besser aussieht. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Und nachher geht's auch weiter mit Rust. Also. Tatsächlich ab und zu mal, weil ich mir selber die Frage stelle, warum schaut ihr überhaupt rein? Letztendlich mache ich ja nichts außer ein paar Bilder malen, aber das ist genau das, was die Leute in dem Fall bei mir sehen wollen. Was ich jetzt schon öfter gehört habe, war, hey, ich habe jetzt, keine Ahnung, lange nicht gezeichnet. Irgendwie habe ich durch dich wieder Lust bekommen und während ich deinen Stream schaue, zeichne und kritzel ich nebenbei, kann ich dir das mal zeigen. Aber ich glaube, das ist halt auch der Grund, weil die Leute sich selber motiviert fühlen, wieder Kreatives zu schaffen. Was macht für dich den Reiz aus, auf Twitch zu streamen? Aus Streamer-Sicht gefällt mir Twitch, weil du da alles machen kannst. Du kannst dir alles aufbauen, jeden Tag kann alles passieren. So, du gehst morgens online und du weißt nicht, was den Tag über passiert und wie der Tag endet. Und das finde ich einfach unglaublich spannend. Und man hat immer direkt Kontakt mit den Zuschauern. Genau, man kann Leute das fragen, ist wenn definitiv man das du Beste. Du stehst einfach immer im direkten Kontakt. Ich glaube, jeder Streamer ist so ein bisschen narzisstisch veranlagt. Und deswegen werden die meisten auch wahrscheinlich angefangen haben, weil die das gut finden, dass eben Leute eventuell auch dich gut finden und mit dir interagieren. Du kannst reagieren, du kannst ändern, du hast eine unvorhersehbare Ablaufsituation, da gibt es kein Skript oder vielleicht gibt es ein Skript, aber das ändert sich deswegen. Faszination Stream, es ist großartig. Interaktion ist alles. Ja, für viele absolut. Trifft es zu, dass sie einfach wahrgenommen werden wollen und damit Leute erreichen können oder erreichen wollen, die sie sonst vielleicht halt nicht erreichen, weil es auch durchaus ja international auch sein kann. In anderen Fällen ist es vielleicht auch die Aussicht auf Geld, so ehrlich muss man sein. Und vielleicht für manche ist es auch wichtig, eine gewisse Möglichkeit zur Selbstdarstellung. Ich glaube, das Geld ist tatsächlich bei vielen, die jetzt angefangen haben zu streamen, jetzt gerade in dieser Pandemiezeit und so. Ich glaube, da ist es für viele so ein bisschen dann noch der letzte Überzeugungspunkt gewesen, das zu machen. So einfach die Aussicht darauf, mit dem zu Hause sitzen und mit dem Zocken oder Videos gucken, was weiß ich was, da den ein oder anderen Euro zu verdienen. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe es gemacht, weil ich habe ja mit YouTube angefangen vor einem Jahr ungefähr, ein Jahr, ein Monat ungefähr ist es jetzt her, weil ich halt einfach damals Leuten zeigen wollte, was ich so zocke, was ich geil finde. So, ich habe zu dem Zeitpunkt sehr viele Point-and-Click-Adventures gespielt. Das wollte ich den Leuten halt so ein bisschen näher bringen, weil es da relativ wenig Content gab auf YouTube. Zumindest habe ich ihnen
recht selten gefunden aus deutscher Sicht. Und ja, jetzt bin ich ja ein bisschen so zum Retro allgemein gegangen, wobei das Retro allgemein bezieht sich dann ja mehr auf Konsolen-Retro. Aber es ist halt schön zu sehen, wenn man dann im Stream auf Gleichgesinnte trifft, die dann im Chat schreiben von wegen, ach ja, hier, guck mal, Super Nintendo habe ich mir auch gerade wieder rausgekramt oder kennst du das Spiel noch, kennst du dieses Spiel noch? Und auch gerade mit diesen Super Mario Hacks, die ich ja super viel spiele, ich bin halt Retro-Fan. Ich bin Baujahr 85 und das ist halt original meine Zeit. Also ich bin mit NES, Game Boy, Super Nintendo aufgewachsen. Ich habe den alten C64 von meinem Onkel damals gehabt und ich habe Atari noch zu Hause. Also nicht hier zu Hause, sondern damals zu Hause bei Mutti quasi. Und Retro ist halt so mein Ding. So, dass ich jetzt Rust zocke, so, ich finde es, bei Rust ist halt mein Hauptantriebspunkt wirklich das Roleplay, was mir unfassbar Spaß macht, wo ich immer schon Bock drauf hatte, weil ich auch immer mal Pen and Paper spielen wollte. Aber das halt ja momentan schwierig ist und generell auch schwierig, coole Runden zu finden, weil man sich ja doch ein bisschen kennenlernen muss. So, und jetzt höre ich auch auf zu sabbeln, wir gucken weiter. Mann! Was ist der Grund dafür? So viel zum Thema narzisstisch und man will, dass Leute einem zuhören. Was ist der Grund, einen Stream zu schauen? Langeweile. Langeweile und Interesse an einem Spiel oder an einer Person. Mich einen Stream anzuschauen. Ich glaube, das ist bei vielen Menschen sehr unterschiedlich. Ich kann von mir persönlich sprechen. Bei mir ist es so, dass ich gerne, wenn ich nicht selber live bin, gerne was auf den Ohren habe. Ob ich mir jetzt einen Podcast anhöre oder ein YouTube-Video reinziehe. Absolut. Oder irgendwie eine Musik höre oder so, dann kann ich mir auch einen Stream anmachen, ein bisschen hören, was so irgendwelche Kollegen machen, ob die jetzt Just Chatting machen oder sowas. Ich würde sagen, also für die meisten der Zuschauer ist es einfach diese Interaktion, die halt als Beispiel bei YouTube-Videos nicht gegeben ist. Bei Twitch ist es halt, glaube ich, für den Zuschauer auch der Reiz der direkten Interaktion mit dem Streamer. Ja, das glaube ich auch tatsächlich. Man soll sich vorstellen, man guckt TV Total und Stefan Raab liest die eigene Nachricht vor und macht daraufhin einen Witz in der Show. Eine Live-Interaktion mit jemandem, der daraufhin reagieren kann und sagen kann, ich verändere den Content wegen dem, was du geschrieben hast. Das stimmt tatsächlich. Also ich habe jetzt in den letzten Tagen, komischerweise, ich weiß nicht, woher es kommt, aber ich habe super viele Streams geguckt, wo dann die Leute sich im Chat halt wirklich beschwert haben, wenn der Streamer irgendwie nicht auf dem Follow oder was eingegangen ist, etc. Oder von wegen, ey, du hast ja gar keine Alerts an. Das ist tatsächlich wirklich so ein Ding bei super vielen Leuten, die dann wirklich Bock haben, dass der Streamer mit einem reagiert, was bis zu einem gewissen Level super gut funktioniert, so wie jetzt auf meinem Level, so ich sag mal mit 10 Zuschauern, 20 Zuschauern, 25 Zuschauern, überhaupt gar kein Ding. Aber ich glaube, irgendwann wird es halt einfach unübersichtlich für den Streamer. Und dann ist man auch froh, Mods zu haben, die dann auch ein bisschen Auge mit drauf werfen. Ich habe es gemerkt bei meinen Rust-Streams, bei den großen beiden Streams, wo ich jeweils im Schnitt über 20 Zuschauer hatte, da fiel es mir auch schwer, dann wirklich den Chat zu verfolgen, so. Das ist irre. Welche Rolle spielen Zuschauer? Die größte. Die Zuschauer in einem Stream sind das A und O. Also ohne Zuschauerinnen und Zuschauer ist es eigentlich nicht notwendig zu streamen. Wachstum ist der Grund, warum Leute weiter streamen. Also das ist der Beweggrund, glaube ich, für viele zu streamen, damit sie eben von mehreren gesehen werden. Das ist das, was diese Plattform, also einerseits Twitch, aber andererseits generell Livestreaming ausmacht. Also Zuschauer spielen auf Twitch ja mit die wichtigste Rolle. Sie kommen natürlich alle in den Chat mit ihren eigenen Problemen, mit ihrem eigenen Tag, mit ihrem eigenen Anliegen. Und man hat ja auch Bilder zu den Leuten im Kopf. Mittlerweile stelle ich mir den durchschnittlichen Maker vor. Ich glaube, dieser Maker-Begriff trifft es ganz gut. Und die meisten interessieren sich für Elektronik, für Sachen selbst bauen, Sachen selbst machen. Manchmal auch aus anderen Bereichen, aus Holz, aus irgendwelchen. Aber es sind eigentlich alles Leute, die in ihrer Freizeit gerne Sachen bauen. Ohne Zuschauer bringt der beste Streamer nichts. Also ich könnte den besten, lustigsten, abwechslungsreichsten Content bringen, den die Welt je gesehen hat. Aber wenn die Welt ihn nicht gesehen hat, dann ist es auch unnütz. True. Am Ende. True. Zuschauer sind diejenigen, die dir den Chat füllen. Zuschauer sind diejenigen, die ein Follow bei dir lassen. Zuschauer sind diejenigen, die ein Sub bei dir lassen, die Bits spenden, die donaten. Also die das Ganze mit ein bisschen am Laufen halten. Zuschauer sind super wichtig für einen Stream, klar. Inwiefern hat Twitch dich verändert? Gar nicht. Twitch hat mich tatsächlich positiv verändert.
Ich habe, als ich angefangen habe mit Stream, habe ich noch geraucht und auch mal Alkohol getrunken. Ich habe mit Twitch aufgehört, das zu tun. Ich weiß nicht, ob es jetzt alleine Twitch zuzuschreiben ist, aber ich habe meine Zeit halt eher in den Stream investiert, als irgendwie wegzugehen und Party zu machen oder irgendwie Leute zu treffen per se. Sondern habe das halt so ein bisschen ausgeklammert und habe mein Hobby halt dann weiterverfolgt. Bei mir ist es, glaube ich, so, dass ich durch Twitch oder durch das Streamen allgemein etwas extrovertierter geworden bin. Also ich bin eigentlich ein extrovertierter Mensch, aber da ist es nochmal so ein bisschen herausgekommen. Durch Stream bin ich auch vorsichtiger geworden. Also ich war nie die Person, danke Mama, ich war nie die Person, die immer laut rausposaunt hat, hier, ach, lass mal Freunde sein, hier, oh, Leute im Internet, obwohl meine besten Freunde auch aus dem Internet kommen, aber ne, mit Anlaufzeit. Ja, ich bin halt sehr vorsichtig geworden, auch wenn ich sehe, was anderen StreamerInnen passiert. Ne, wenn man ein bisschen erzählt, wo man ist und dass einem nachgejagt wird oder was auch immer. Ich bin in einer hässlicheren Seite des Internets groß geworden. Auf sehr vielen unangenehmen Plattformen, die ich jetzt hier nicht nennen werde, die mich auch so ein bisschen geprägt haben in Form von Negativität, Depressionen, Menschenhass, also in Form von, ich will einfach nichts mit anderen Leuten zu tun haben. Alles eher unangenehm für den Normalverbraucher. Und damit bin ich eben auch eingestiegen in die Plattform. Nicht, dass ich das verbreitet hätte, sondern eher mit der Einstellung, mit der Grundeinstellung. Alles ist scheiße. Dieses Melancholische. Und ich habe mich im Kehrschluss sehr, sehr, sehr stark gewandelt, muss ich sagen. Ich sehe vieles anders. Viele Twitch-Streamer, viele Zuschauer von anderen Zuschauern, Streamern haben mir auch vieles Neues gezeigt und auch beigebracht, so ein bisschen die anderen Seiten vom Internet. Und da muss ich sagen, das habe ich angenommen, adaptiert und jetzt bin ich hier und weiß ich nicht, wie ich bin, aber ich denke mal, ich komme gut mit dem Leben klar. Ja, und er kommt sympathisch rüber, muss ich sagen, der gute Rossmann. Also doch, scheint ein recht sympathischer Dude zu sein. Was waren positive und negative Erfahrungen, die du durch das Streamen gemacht hast? Negative Erfahrung ist auf jeden Fall am Anfang damit klarzukommen, dass nicht jeder Zuschauer, der in deinem Stream drin ist, halt auch die Absicht hat, nett zu sein. Also eine ganz, ganz große Erfahrung ist zum Beispiel damit klarzukommen, auch mal als Punkt, Punkt, Punkt bezeichnet zu werden letztendlich. Also kann ich nicht sagen, ihr seid die geilsten Leute, echt. Ohne Scheiß, ihr seid so gut. Ich liebe euch. Das hat bei mir recht lange ganz gedauert. Viel, ich nicht auf jeden ganz viel Ehre für euch. Im Bereich der negativen Erfahrungen würde ich sagen, wieder etwas sehr Persönliches, die Prioritäten. Es ist sehr leicht, sich da zu verlieren ein wenig drinnen und eventuell andere Dinge, die auch wichtig sind, in der Priorität nach unten zu stellen. Es wird auch immer Leute geben, die dich nicht mögen. Und es wird nicht nur Leute geben, die dich nicht mögen, sondern es wird Leute geben, die hassen dich. Und die hassen dich ab dem ersten Moment, wo sie dich gesehen haben. Denen ist egal, wer du bist, denen ist egal, was für Content du bringst, es interessiert die nicht, die hassen dich einfach. Und da können mitunter tatsächlich sehr, sehr unangenehme Leute mit bei rumkommen. Also etwas, was positiv hervorzubringen ist, ist, dass ich eben in vielen Bereichen mich weiterentwickeln habe können, Sachen gelernt habe, die ich bis zu diesem Zeitpunkt eben noch nicht kannte. Im Bereich der Sprache speziell auch, wieder diese Präsentationstechniken und so weiter. Also mich freut zum Beispiel, positiv für mich ist es bei dem Stream, wenn ich zum Beispiel meine Kochstreams mache, dass ich Rezepte danach schreibe und halt von Leuten in meinem Discord 10 Nachrichten bekomme, letztendlich über die Wochen verteilt, dass sie es nachgekocht haben mit Bildern und sagen, es schmeckt halt. Cool. Sowas ist für mich sehr, sehr, sehr positiv. Positive Erfahrungen, ganz viele. Also man lernt Leute kennen, gerade auch andere Streamer. Man bekommt jeden Tag irgendwelche Möglichkeiten, dadurch, dass man eben auch Leute kennenlernt, ob man hier mitmachen will, ob man da mitmachen will, hier kennst du das schon. Man bekommt von Zuschauern interessante Sachen, Tipps, von denen man vorher nichts wusste. Also es bringt auf jeden Fall sehr viel Positives mit sich. Wie würdest du das Verhältnis zwischen Streamer und Zuschauer beschreiben? Ein wichtiger Punkt für den einen oder anderen, sicherlich auf der Plattform, aber für mich leider gar nicht. Denn ich wage immer die Distanz zum Zuschauer. Das habe ich schon von Anfang an kommuniziert. Ich möchte nicht in irgendeine Beziehung, in irgendeine Interaktion, also dauerhafte Interaktion, außer vielleicht mit so ein paar, die ich mir selbst rauspicke, wo man sich einfach sympathisch versteht. Mit denen kommuniziere ich
öfter natürlich, aber ansonsten Zuschauer ist Zuschauer, der ist hier hinten und ich bin der Streamer und ich stehe hier hinten. Ich möchte immer eine Distanz wahren, wirklich wahren. Der Zuschauer kennt den Streamer, aber der Streamer kennt in den meisten Fällen den Zuschauer überhaupt nicht so. Das höchste der Gefühle ist, dass man vielleicht mal ein Foto sieht auf Discord oder so, aber ansonsten kennst du den halt nicht. Ganz, ganz selten beantworte ich tatsächlich mal irgendwelche Nachrichten auf Twitter oder auf Instagram. Wenn jetzt zum Beispiel eine Frage gestellt wird, auf die ich wirklich gerne antworten möchte oder irgendwas, was den Stream betrifft, dann antworte ich drauf. Ich habe da eine Zeit lang mal den Fehler gemacht und bin zu sehr auf private Nachrichten eingegangen. Und da sind dann auch ein paar Situationen entstanden, die nicht so angenehm waren. Und deswegen, wenn man mich kontaktieren möchte, dann bin ich auf Discord zu finden und dann bin ich in meinem Stream zu finden. Ich mag das halt, alleine zu sein. Und ich habe kein Problem damit. Viele Leute haben da aber ein Problem mit. Und dass die ein Problem damit haben, ist also nicht, das ist nicht schlimm. Man muss aber sehr vorsichtig sein, dieses Parasoziale noch weiter zu treiben, um denen das Gefühl zu geben, dass die irgendwie in so einer Art zwischenmenschlichen, normalen Beziehung sind. Das ist das nämlich nicht. Dieses Fandom, dieses sektenähnliche Influencer-Ding, was die Runde macht, was immer schlimmer wird, das ist das nicht. Das gibt es. Das darf es nicht geben. Und man muss da Einhalt gebieten. Und man hat die Verantwortung, als Content-Creator oder als Streamer oder als Influencer oder wie auch immer die Sache nennt, das zu unterbinden. Und jeder, der diese Verantwortung nicht wahrnimmt, instrumentalisiert diesen Moment und ist dafür zu kritisieren, weil er genau weiß, was er tut. Ja. Welche Gefahren birgt das Stream? Stimmt. Wenn man den ganzen Tag in diesem Streaming-Ding drin ist, dann muss man gucken, dass das nicht so ein bisschen hinten abfällt. Also seitdem ich das mache, gucke ich, dass ich meditiere, dass ich Yoga mache, dass ich genug trinke, dass ich auch im Stehen streame, dass ich nicht den ganzen Tag hier sitze. Und dass ich eben auch andere Kontakte habe, sodass man nicht den Stream anmacht, hier sitzt, abends noch eine Serie guckt und dann schläft. So, dass man da so ein bisschen sich um sich selbst kümmert. Deswegen arbeite ich nebenbei noch. Gefahren, die ich jetzt selbst gemacht habe, finde ich jetzt für mich persönlich keine Gefahren. Also für mich gibt es, so wie ich das handhabe, alles keine Gefahr jetzt. So, die einzige Gefahr, die ich noch so ein bisschen sehe, ist, dass halt der private Wohnort halt nicht rauskommen sollte. Nicht, dass dann irgendwie so ein Blödsinn passiert, wie das Pizza bestellt wird oder dann die Kinder abends schlafen 19 Uhr und dann hier geklingelt wird. Das ist die einzige Gefahr, die ich sehe, ist, dass die Zuschauer halt wirklich rausbekommen, wo man wohnt. Beim Stream, wie auch bei allen anderen Hobbys, ist das so, dass man sich sehr schnell darin verlieren kann, wenn etwas Spaß macht und man Erfolgserlebnisse hat und man ein bisschen die Angst hat, sich darin zu verlieren. Beim Stream oder generell bei Internetdingen wird das immer so verteufelt, was ich schade finde. Aber trotzdem besteht natürlich die Gefahr, dass man sich darin verlieren kann. Dafür gibt es ja schon genügend Beispiele. Das ist etwas, was, glaube ich, jetzt aber herunterzubrechen ist auf Social Media per se, ist das Schaffen einer Echokammer. Und das ist etwas, was auf jeden Fall eine gewisse Gefahr ist, wenn man eben nicht mit Themen konfrontiert wird und nicht über schwierige Themen eventuell diskutiert, wo die Meinungen auseinandergehen, dass man quasi sich ja damit selbst eine Bubble zusammenbaut, die heile Welt halt quasi darstellt. Wie ist deine Meinung zum Bereich Just Chatting Deutschland? Ganz am Ende ist Just Chatting halt aber immer personenbezogen. Ja. Also bei Just Chatting geht es immer darum, dass die Person, die das betreibt, im Mittelpunkt stehen will, um die Leute mit seiner Persönlichkeit zu begeistern oder seiner Person selber. Just Chatting ist nicht nur ein, ich setze mich hin und begrüße die Leute und dann sitzen wir da und reden die ganze Zeit nur, sondern Just Chatting ist alles. Also Just Chatting ist gefühlt alles. Selbst Streamer, die so gut wie nur am Zocken sind, fangen in Just Chatting an. So, Just Chatting ist quasi entweder so der Eintrittsraum, um dann sich auf die ganzen anderen Kategorien zu verteilen, oder der Hauptraum. Also ich würde tatsächlich sagen, Just Chatting ist der Hauptraum. Just Chatting ist alles. Die Leute kochen auf Just Chatting teilweise. Die Leute singen auf Just Chatting. Ach so, meinst du das? Ja, okay. Die Leute erzählen auf Just Chatting. Es gibt dann die sogenannten Reaction-Streamer, die sich dann mit ihrem Chat zusammen YouTube-Videos angucken oder sowas. Ich würde tatsächlich sagen, Just Chatting ist die Hauptkategorie. Und von dieser Hauptkategorie verteilen sich dann die ganzen Streamer in die verschiedenen Kategorien. Ja, das stimmt. Gerade die deutsche Just Chatting-Kategorie kann auch schwierig sein. Ja, absolut. Deswegen gucke ich, dass ich mich dann nur in bestimmten Streams aufhalte und ich streame auch selbst nicht so gerne darin. Also ich merke, wenn ich von Wissenschaft und Technik auf Just Chatting wechsle, dann habe ich auf jeden Fall sehr viel mehr Trolls im Chat, als ich das sonst habe. Welchen Mehrwert siehst du im Stream? Ich habe meinen persönlichen Anspruch, so ein bisschen den Leuten was mitzugeben. Wenn ich jetzt zum Beispiel in den Reactions, die ich
mache, beziehungsweise in den Videos, die ich schaue, so ein bisschen die Öffnung von einem Thema angehe. Zum Beispiel Hyperbowl zeigt Personen, die Krankheiten hatten, die Probleme haben, so ein bisschen die Welt zeigen, andere Menschen kennenlernen. Das finde ich für mich cool, und wenn ich darüber irgendwas sagen kann, weil ich selbst erlebt habe zum Beispiel, dann anderen ein bisschen was mitgeben. Ich denke, der Mehrwert in meinen Streams ist, dass man bei mir wirklich über unterschiedliche Themen diskutieren kann. Ich glaube, das ist das, was wirklich meinen Kanal vielleicht ein wenig abhebt von der breiten Masse, weil wir auch eben Themen besprechen, die vielleicht sonst schwierig zu besprechen sind in anderen Kanälen. Der Mehrwert für mich beim Stream ist einfach viele Leute kennenzulernen, unterschiedliche Meinungen sich anzuhören, auch mal Kritik zu bekommen. Ja, absolut. Und nicht den ganzen Tag den Rücken gestreichelt zu bekommen. Was macht das Streaming mit dem sozialen Umfeld? Real-Life-Freunde und Twitch lassen sich bei mir hervorragend verbinden. Also ich habe absolut keinen meiner Real-Life-Freunde deswegen verloren. Aber das liegt auch daran, dass mein Real-Life-Freundeskreis selber schon so verrückt ist und gerne Internet-Dinge tut, gerne zockt, selber auch Streams schaut. Geht tatsächlich. Freunde sonst haben Twitch immer gut akzeptiert. Also als ich noch in meiner WG gewohnt habe, haben sie sogar teilweise einfach mitgestreamt. Da war das halt so, um 21 Uhr fängt Nina an, wir gucken, dass wir vorher oder nachher zusammen essen und dann sitzen sie mal mit im Stream oder gucken rein. Also es war jetzt nie ein Problem. Stell dir mal vor, du bist Modelleisenbahn-Fan. Und du findest heraus, dass das dein neues Hobby ist. Du hast etwas herausgefunden, das ist geil, das willst du jetzt durchziehen. Du willst da deine ganze Kraft rein zerstecken. Und du versteckst dich nur noch in deinen Keller und baust diese Modelleisenbahn auf. Und verbringst weniger Zeit am Wochenende mit deinen Freunden. Dann ist es ja auch ganz normal, dass das aufhört, ein bisschen besser zu laufen unter Umständen. Ich finde es immer ein bisschen komisch zu sagen, hast du wegen dem Stream Freunde verloren? Oder hast du deswegen diese Unterstellung irgendwie automatisch auch? Weil jedes Mal, wenn du etwas leidenschaftlich machst oder worin viel Zeit verbringst und du weniger Aufmerksamkeit für den sozialen Kreis, den du normalerweise hattest oder den du in der Vergangenheit hattest, aufwendest, besteht die Gefahr, dass du die verlierst. Ich habe zwar durch Twitch mehr Freunde und Bekannte. Was ist denn mit meiner Leertaste los? Ja, aber das Problem, dass andere Sachen auf der Strecke bleiben, wenn man für irgendetwas leidenschaftlich einsteht, das hat man ja bei allem. Also das ist ja komplett egal, was es ist eigentlich. Also das fängt ja schon bei einer Beziehung an. Wenn du jemanden kennenlernst und dich da in eine Beziehung reintraust, keine Ahnung, wie ich das gerade sagen wollte, ich habe keine Ahnung, dann ist es ja auch normal, dass du mit der Person halt mehr Zeit verbringst. Das ist halt nur dann so... Nein, das ist Blödsinn. Den Satz spreche ich nicht zu Ende. Das ist mit jedem Hobby so. Das ist, wenn du ein neues Videospiel hast, worauf du Bock hast, dann zockst du in der ersten Zeit viel dieses Videospiel und hast dann automatisch in dieser Zeit weniger Kontakt mit anderen. Das ist, wenn du Briefmarken sammelst, so wie Stace eben sagte, mit Modelleisenbahn. Das ist mit jedem Hobby so. Das ist mit jeder Leidenschaft so. Das kann auch mit Arbeit so sein, dass du wirklich sagst, ich bin so ein Workaholic, ich hänge mich voll in die Arbeit rein, und dass du dann dadurch weniger Zeit mit deinen Freunden verbringst oder so. Aber gute Freunde, die stört's halt nicht. So, die sind halt trotzdem da, finde ich. Gelernt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass einige meiner Real-Life-Freunde einfach mit diesem Twitch-Ding nicht klarkommen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich meine Freunde verloren hätte, aber Twitch nimmt einen sehr, sehr großen Teil meines Lebens ein. Wie stehst du zum Na? Da muss ich sagen, ich habe tatsächlich beides Freunde, die sich für meine Streams interessieren, die ich auch in Real Life habe, die ich auch schon vorher hatte. Die schauen sich gerne die Streams an, gucken gerne, was ich dann so mache, wenn sie mich gerade nicht in Persona sehen. Dann habe ich genauso großen Teil meiner Freunde, die das überhaupt null juckt, die vielleicht einmal eingeschaltet haben, die nie da sind. Was mich absolut nicht stört, weil das ist halt einfach nicht deren Ding so. Und dann habe ich allerdings auch den Teil, den ich durch Twitch oder durchs Videospielen oder im entferntesten Sinne hierdurch kennengelernt habe. Grüße gehen raus an P2 zum Beispiel. Gut, wir haben uns zwar noch nicht real life getroffen, aber das ist nur eine Frage der Zeit, und bis das mal mit Corona ein bisschen besser wird und so. Grüße gehen raus an Eddie zum Beispiel, bei dem wir in Köln
waren, als es letztes Jahr noch nicht ganz so schlimm war und den ich auch durch Videospiele und durch ab und zu kennengelernt habe. Das hält sich bei mir stark die Waage auf jeden Fall. Wie stehst du zu Merch, Placements und Sponsorings? Immer her damit. Merch, Placements und Sponsorings. Ich finde Kooperationen, Merchandise an sich gut. Bei mir war es der Fall, dass nicht ich das mit Merchandise zum Beispiel entschieden habe, sondern der Stream selbst. Also meine Community hat gesagt, willst du nicht mal ein Shirt oder ein Pullover oder sonst was, eine Tasse rausbringen? Und ist bei mir auch im kleinen Maßstab, sind kleine Beträge, die man da dran verdient. Ich wollte es auch nie zur Bereicherung machen. Da sei auch noch dazu gesagt, es wird dieses Jahr auch noch Gerste-Merch geben. Versprochen. Ich habe da schon so 2-3 Sachen in der Hinterhand, die gemacht werden. Da kommt ein bisschen was raus. Aber auch da wird ein Großteil über Verlosung rausgehen. Also freut euch schon mal drauf. Muss ich ehrlich sein, sondern nur den Leuten, die es wirklich haben wollen, auch bieten. Kooperationen und Partnerschaften zwischen Streamerinnen und Streamern und Firmen als eine ganz logische Konsequenz betrachten einer Verprofessionalisierung auf dieser Plattform. Das ist ein völlig normales, eine völlig normale Entwicklung, würde ich sagen, in einem so einem Bereich. Bin ich auch keiner, der da gut zureden kann, weil es gibt sehr viele Leute, die sind lebende Litfaßsäule gefühlt. Die haben halt sehr viele Partner ohne Grund und vertreten irgendwas, Hauptsache das Geld kommt rein, weil die ihr Leben gestalten müssen. Aber finde ich echt nicht geil. So, wenn man nicht Authentizität besitzt, und sagt, hey, ich mache den ganzen Tag nur Gaming-Content, aber ich werbe trotzdem für Kochprodukte. Hä? Ja, ganz genau der Punkt. Es muss Sinn ergeben. So klar kannst du für Sachen, die du selber nutzt oder so, Werbung machen. Das ist überhaupt, da sehe ich überhaupt gar kein Problem drin. Nur wenn das wirklich irgendwelche Sachen sind, so denk mal an diese ganzen Handyspiel-Dinger, wo zigtausend Leute auf YouTube immer Werbung gemacht haben und oh, ich kann es nicht mehr sehen, Freunde. Dieses, was war das? Rage of irgendwas, keine Ahnung, bla, diese ganzen Microtransaction-Games und oh, nee, ey, komm. Behaltet euer Geld, ich muss es nicht machen. Ich stehe da definitiv sowieso nicht hinter und ich würde es, wenn dann, nur ironischerweise machen, das Placement. Und dann würde ich mich auch tatsächlich irgendwie so vorkommen, als würde ich mich verkaufen. Und das will ich definitiv nicht. Wenn hier Level Up sagt, hier komm, Gerste, wir haben Bock auf eine Kooperation. Man sieht da immer schön die Dosen im Hintergrund. Willst du 10er im Monat haben oder willst du im Monat eine Dose gratis haben oder so? Sag ich ja, definitiv. Das sind Sachen, die ich selber nutze, aber nichts, womit ich nichts anfangen kann. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Densen. Densen 86, ich weiß nicht, wer von euch den kennt. Retro-Streamer im weitesten Sinne, Super Mario World, Speedrunner und Kaizo-Experte, was weiß ich, was der eine oder andere kennt, die vielleicht von den Rocket Beans. Der hat jetzt als Partner zum Beispiel Kino-Käsesoße. Das ist halt irgendwie eine Käsesoße aus irgendeinem Kino, die da von den Nachos und so. Die feiert er total und da hat er jetzt ein Placement zu. Das läuft dann immer unten rechts bei ihm da im Stream. Kino-Käsesoße, er hat einen Affiliate-Link, da kannst du das Zeug bestellen. Und das ist was, da steht er total hinter, das findet er geil und dann deswegen macht er das so. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Genau wie wenn du Logitech-Produkte nutzt oder so und dann sagst, okay, komm, ich pack in den Hintergrund einen Karton oder was und hier oben so einen kleinen Banner rein. Das ist überhaupt gar kein Thema. So, das gerne, absolut. Aber es sollten halt Sachen sein, die in irgendeiner Form Sinn ergeben. Warum? Mach's nicht. Das ist einfach. Ich find's nicht geil, wenn ich sowas sehe. Ist es schwierig, einer Community auf Twitch beizutreten? Super schwer. Erstaunlich schwer. Das hängt aber davon ab. Ich habe das selber bei meiner eigenen Zuschauerschaft bemerkt, dass die super, super entitled sind. So, ich bin schon ein Jahr Sub. Ich bin schon 2 Jahre Supporter. Und dann kommt irgendein Dude rein, der ist so 2 Monate dabei. Ich bin Tim und mir geht's auch gut. Und dann wird der anders behandelt, wird er herabgewürdigt oft. Nein. Auch durch die Tatsache, dass er noch nicht so lange dabei ist. Dann gibt's dieses Exclusivity-Mindset von wegen, ich hab Blödsinn. Also vor 4 Jahren habe ich es der ja auch schon geguckt und da war der noch ganz anders und das habt ihr alle gar nicht mitbekommen.
Und dann kommt diese Old-Stay-Mentalität. So, oh, ich hab den schon gesehen. Da hat er noch einen Kickflip gemacht mit einem Skateboard. Also so offen ist das gar nicht. Sehr, 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 sehr ausschließend auch oft. Und das möchte ich hier nicht sehen, Freunde. Wenn ich das sehe, dann gibt es erstmal stille Treppe für euch. Immer schön neue Leute, immer herzlich willkommen heißen. Und immer lieb und nett sein und immer ganz viel Ehre verteilen. Kommt tatsächlich auf die Community drauf an. Es gibt Communities, die sind super verschworen miteinander. Da schreibt man dann auch in den Chat und keine Sau grüßt einen. Also die schreiben einfach ihr Ding weiter. Dann gibt es aber Communities, die sind sehr offen. Da schreibst du einmal Hallo rein und dann hast du gleich so eine ganze Wall of Hi, Hallo, Hallo. Also es kommt tatsächlich auf die Community drauf an. Es gibt aber auch tatsächlich Streams, die wollen nicht unbedingt größer werden. Die wollen einfach ihre 10, 15, 20 Zuschauer und der Streamer. Alles andere wird so ein bisschen wegignoriert. Sowas gibt es tatsächlich. Ich würde sagen, in großen Communities ist es einfacher, in die Community zu kommen. In kleinen, wie das, was ich vorher meinte, kann es oft manchmal schwierig sein, weil sich dann so eine Blase um den Streamer bildet, die immer aus den gleichen Leuten besteht, wo du dann als neue Person nicht einfach reinkommst. Es gibt natürlich auch Fälle, bei denen es, gerade bei familiäreren Streamern, dass man sich in ein fremdes Gebiet begibt, einen Fuß darin setzt und dann wird man schon von allen Seiten beäugt, oh, da ist ein Neuer, ich hoffe, der benimmt sich, ich hoffe, der ist korrekt, und wenn der irgendwas Falsches macht, dann direkt auf den Deckel bekommt, ich weiß, es kommt immer dann darauf an, wie der Zuschauer dann reagiert, ob er sagt, hey, alles cool, ich will euch nichts Böses. Oder dann natürlich angepisst ist und dann direkt wieder geht. Also ich hatte in den Streams, in denen ich regelmäßig bin, nie das Gefühl, dass es schwer ist, aufgenommen zu werden. Ich weiß nicht, ob ein Partnerhaken vom Namen da einen Unterschied macht. Ich weiß nicht, ob es, ich meine, es könnte sowohl positiv als auch negativ sein. Aber ich hatte trotzdem nie das Gefühl, dass es schwer ist, in irgendeiner Community aufgenommen zu werden. Zumindest nicht in denen, wo ich auch teilnehmen möchte. Wie ist Twitch im Vergleich zu anderen Social-Media-Plattformen? Twitch ist tatsächlich ein eigener Kosmos, vor allem in der Sprache. Also wenn du Twitch nicht kennst und du guckst dir zum allerersten Mal einen Stream an und du siehst dann da diese ganzen Memes und die ganzen Emotes, wie das Kappa zum Beispiel, du hast keine Ahnung, was die Leute da im Chat treiben. Du hast keine Ahnung. Ich kann da aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Ich habe damals 2016 glorreich, möchte ich an dieser Stelle erwähnen, für 4 Monate gestreamt. Also wirklich glorreich, 4 Monate lang. War dann da eben in diesem Twitch-Game. Dieses Twitch-Game oder dieses Meme-Game oder auch diese Sprache auf Twitch verändert sich auch mit der Zeit. Damals, als ich 2016 gespielt habe, war vor allem dieser Kappa-Song, Hey Kappa, Hey, der war mega in zu der Zeit, und Noma, Brainpower und was es da alles gab, das ist übrigens ein Song. Nach diesen 4 Monaten habe ich aufgehört zu streamen. Und zwar komplett. Ich habe 1,5 Jahre meinen Hintern komplett aus Twitch rausgehalten. Ich bin weder in den Chats gewesen, noch habe ich sonst irgendwas gemacht. Nach 1,5 Jahren habe ich gedacht, so, jetzt komme ich wieder zurück. Und dann musste ich von vorne anfangen. Weil alles, was ich noch wusste, war Hey Kappa, Hey Kappa, Hey. Und dann hatte ich da auf einmal Leute in meinem Chat, die hier Feels Sad Man, Feels Bad Man, Keck W, Pepega. Und ich dachte mir, was ist denn das alles? Jeder kennt ja den Begriff Bubble. Twitch ist eine eigene Plattform. Ja. TikTok, Instagram, YouTube. Absolut. Und jeder bringt da so ein bisschen seine Meme-Culture mit, beziehungsweise seine Leute. Vergleichsweise, ja, kann man sagen, Twitch ist so der Internetbruder, den man hat. Facebook ist von mir aus deine Mutti. Instagram deine hübsche Schwester, zum Beispiel. Und alles bringt da irgendwo sein eigenes Feld, aber am Ende ist es trotzdem Social Media. Ne? Wie wird sich Streaming in Zukunft entwickeln? Also ich denke, dass, das ist nur meine eigene Meinung, dass Stream an sich dieses YouTube-Ding nicht ablösen wird, weil manchmal geht es halt nicht anders, als ein Video zu drehen. Das ist halt der einzig große Kritikpunkt, den ich an Twitch habe, dass das VOD-Game halt quasi nicht existent ist hier. Das finde ich super schade und deswegen bin ich auch so gerne hier noch auf YouTube. Wenn ihr das jetzt hier auf YouTube seht, Daumen nach oben da lassen und so weiter. Das VOD-Game ist halt super schwierig auf Twitch. So, das ist quasi nicht existent und es lebt von den Livestreams, aber das ist auch gut so. Ich finde die Livestreams auf Twitch wesentlich angenehmer als auf YouTube. Dafür ist YouTube besser fürs VOD. Deswegen mache ich beides. Ich streame live auf Twitch und meine Videos kommen auf YouTube. So, von daher, ich habe da überhaupt kein Problem mit, aber es ist leider Fakt. Aber ich glaube, dass Stream halt doch irgendwann
alles überholen wird letztendlich, weil es halt diese Interaktion ist zu demjenigen, der halt vor der Kamera sitzt. Ich sehe die Zukunft des Bereichs Livestreaming darin, dass es zuerst einmal das klassische Fernsehen ablösen wird. Also es wird es nicht vollständig ablösen natürlich, aber es wird auf jeden Fall etwas werden, ein Format werden, das an Augenhöhe gewinnen wird, was es ja auch jetzt teilweise auch schon hat, aufgrund einfach der unglaublich großen Breite und Flexibilität dahinter. Ich habe tatsächlich kaum Fernsehen an. Es gibt ein paar Sachen, die ich mir im Fernsehen anschaue. Das ist Formel 1, das ist American Football. Ich glaube, das war es dann auch tatsächlich schon. Also viel mehr außer Sport schaue ich nicht im Fernsehen. Den Rest des Tages läuft bei mir YouTube, da läuft Twitch oder da laufen Netflix und Co. Dass die Pandemie sehr dafür gesorgt hat, dass Livestreaming auch bei normalen Menschen eher angekommen ist, die sich das mal angucken wollen. Alles wird weiter mit Twitch wird diesbezüglich oder Livestreaming wird diesbezüglich auch wachsen, gedeihen. Der Non-Gaming-Content-Bereich von Livestreaming wird auch extrem florieren. Es wird einen unheimlichen Spike geben, sobald die Leute wieder IRL-Streams machen werden. Also so richtig. Übertrieben wurde Twitch in einer Reportage so dargestellt, dass es auf Twitch nur Streamer gibt, die eine Sozialphobie haben oder einsam sind und die Plattform die letzte Möglichkeit ist, noch Kontakt zu anderen Menschen zu haben. Wie stehst du dazu? Bullshit. Ja, das dargestellte Bild in der Doku vom Y-Kollektiv ist ganz simpel. Geschichte. Es wurde halt so ein Klischee dargestellt. Es wurde ein Klischee dargestellt. Also es kann schon sein, dass man mit bestimmten Charaktereigenschaften sich eher dazu hingezogen fühlt, auf einer Plattform zu streamen, sich ins Internet zu stellen, mit anderen Leuten im Internet Kontakt zu haben. Aber es sind so viele Menschen mit so vielen verschiedenen Zielen und so vielen verschiedenen Streams auf dieser Plattform, dass man es einfach nicht verallgemeinern kann. Der Eindruck ist auf jeden Fall, dass es grundsätzlich einmal professionell aufgenommen ist, dass die Qualität auf jeden Fall so stimmt und dass sie auch durchaus bereit sind, da wirklich einen gewissen Aufwand zu betreiben. Das ist jetzt absolute Laienmeinung. Auf der anderen Seite ist es aber trotzdem in der Art und Weise, wie es gestaltet ist und wie es aufgebaut ist, extrem unprofessionell. Es nimmt im Endeffekt zwei Beispiele und verallgemeinert sie. Was ich mir gewünscht hätte, ist gar nicht, dass da jetzt darauf, jetzt gar nicht inhaltlich irgendwie große Veränderungen oder so, sondern mit einer gewissen Unvoreingenommenheit an dieses Projekt heranzugehen und das dann so umzusetzen, was augenscheinlich ja in dem Fall nicht passiert ist. Ich stelle mir halt von einer Reportage, die das Thema aufgreifen möchte, einsam im Internet vor, was ist mit den ganzen Online-Chatrooms, die es gibt. Es gibt so viele Leute, die sitzen den ganzen Tag an ihrem World of Warcraft, ohne dass sie mit Streamen irgendwas zu tun haben. Es hätte so viele Bereiche gegeben, die man hätte reinnehmen können. Aber es ging halt primär nur um Twitch. Es gibt bestimmt Leute, die in das Muster fallen. Ich würde aber nicht von der Mehrheit ausgehen. Zumindest in der Blase, in der ich mich befinde, würde ich nicht davon ausgehen, dass alle davon sozial phobische Menschen sind, die sich in ihrem Kämmerchen verstecken, die los runtergewacht haben, dass kein Sonnenlicht reinkommt und deren einziger Kontakt online stattfindet. Davon würde ich gar nicht reden. Ich glaube, das ist aktuell natürlich auch so. So, aber ja, keine Ahnung. Gibt ja auch genug Leute, die einfach nur Gameplay-Videos machen auf YouTube. So, das ist dann wahrscheinlich so dieser. Philipp Pauschal, kannst nicht sagen, du musst dann reden. Ja, das ist das, was ich ja jetzt gerade sagte. So von wegen, es gibt ja auch genug, die jetzt zum Beispiel die jetzt, wenn wir jetzt in den Gaming-Bereich gehen, nur Gameplay-Videos machen. Am besten ist es, wenn man Bock auf Menschen, aber keinen Bock auf die Welt hat. Das ist... Ja, true. Ohne Scheiß. Das trifft es ziemlich gut. Also das ist halt so, so wie ich es finde. Ich glaube, wie gesagt, wenn ich introvertierter wäre, als ich es bin, hätte ich nicht mit Streaming angefangen, weil ich dann weniger Lust gehabt hätte, mit euch zu kommunizieren oder so.
Ja, aber wie gesagt, es ist halt sehr vielschichtig. Ich bin jetzt auch mal gespannt, was Day dazu sagt. Also. Unabhängig davon bewegen kann so. Es gibt Leute, die streamen halt einfach, weil sie Bock drauf haben und nicht, weil sie soziale Interaktion scheuen, sondern weil sie das halt einfach machen möchten. So. Ich denke nicht, dass das ausschließlich diese Leute sind. Ich denke, dass es auch nichts Schlimmes ist. Ich versuche mir immer wieder vorzustellen, was dieser Hebel des, das sind alles Sozialphobisten und die haben alle die wollen alle nichts mit Menschen zu tun haben. Und ich versuche mir immer zu fragen, ist das denn bad? Wenn ich mit Menschen zu tun haben will, dann beziehe ich mich auf meine Familie, auf meine engen Freunde und that's it. So, ich brauche keine neuen Kontakte und mir entgeht nichts. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir was entgeht. Also, warum ist es schlecht, das zu meiden? Ich habe das nicht verstanden. Also, denn es wird immer wieder so dargestellt, als wäre das etwas, als wäre introvertiert sein oder in sich gekehrt oder in sich selbst im Reinen sein, gerade in solchen schwierigen Zeiten etwas Schlechtes. So, als würde man. Nein, absolut nicht. Aber so wird es dargestellt, das stimmt. Wenn man mit sich selbst klarkommt und sagt, ich muss nicht mit Leuten rumhängen, so. Den einzigen sozialen Kontakt, den ich habe, ist die Kassiererin beim Netto. Ich mach's kurz und knapp. Tatsächlich ist es ja wirklich so, es gibt so viele Streamer, man kann kein eindeutiges Profil für einen Streamer machen. Das gibt es nicht, das geht nicht. Du hast so viele unterschiedliche Leute. Didi, was geht? Moin. Du hast so viele unterschiedliche Persönlichkeiten im Streaming-Bereich. Alleine schon die Leute, die ich jetzt kennengelernt habe, bei denen ich regelmäßig zuschaue, seien es die großen Streamer oder seien es die kleinen Streamer. Das sind alles so viele Leute, wo ich so dankbar bin, dass ich die kennengelernt habe über Stream. Das macht halt einfach Spaß. Und da irgendwas zu pauschalisieren, was ich vielleicht auch vorhin fälschlicherweise ein bisschen gemacht habe, ist in jedem Fall immer falsch. Natürlich hast du Leute, die keinen Bock haben, groß sozial irgendwas zu machen und da mit den Leuten zu interagieren. Die machen dann halt irgendwelche... Ist so, stimmt. Die finden dann halt ihre Sparte so. Die machen dann vielleicht, keine Ahnung, die. Es gibt Streams, wo sich Leute Hörbücher anhören. Es gibt jetzt neuerdings, gibt es auch diese Watch-Partys, so, mein Gott, ja, denn es gibt für jeden was. Und das finde ich das Geile am Streaming so. Du hast für jeden was. Du kannst auf Twitch gehen, du kannst gucken, ich habe jetzt Bock auf Lego bauen. Ich guck mal, was der Held der Steine macht. Ich habe Bock auf Souls Games zu gucken. Ich gehe mal bei ab und zu rein und guck, ob der gerade wieder streamt. Ich habe Bock auf ein bisschen Rust. Kodiak Black und P2 sind online. Ja, mach ich mal beide auf. Das ist halt einfach, du hast so viele Möglichkeiten und es gibt, glaube ich, wirklich für jede Nische und für jeden, Klemmbausteine. Oh, Entschuldigung, Klemmbaustein. Das ist, wenn man es fünfmal sagt, dann ist das andere negiert. Du hast halt so viele Möglichkeiten. Und wenn du einen zugucken willst, der gerade irgendwie Ukulele lernt, dann bin ich mir sicher, gibt es eine Tageszeit und einen Wochentag, wo du das findest. So, und ja, Cody, ich schreib gerade, Watchpartys finde ich ja enorm geil. Habe ich tatsächlich noch nie mitgemacht. Aber ist ja im entferntesten Sinne so ein bisschen wie das, was wir jetzt machen. Einfach zusammen mit Leuten Videos gucken, so. Ich habe auch gleich tatsächlich noch, gab irgendwie eine, ich weiß gar nicht, ob die live war oder ob das jetzt das Video ist, die Square Enix Pressekonferenz, die würde ich mir gleich gerne nochmal anschauen. Ich weiß nicht, ob die live ist oder nicht. So, und das ist halt so geil. Guck mal, wir sind vorhin eine halbe Stunde abgeschweift von dem eigentlichen Video, so. Aber das ist halt egal, so, weil das finde ich halt das Schöne, so. Man kann sich gleichzeitig austauschen. Und man kriegt andere Meinungen halt. Und das ist auch so dieser Aspekt. Weswegen ich halt auch echt Bock auf dieses Just-Chatting-Ding hab und dieses Reacten und so. Das ist nicht, weil ich irgendwie durch irgendwelche Klicks von irgendwelchen großen Videos, auf die ich reacte,
Wir sammeln uns kurz. Das ist nicht, weil ich davon profitieren möchte, durch irgendwelche Reacts-Klickzahlen zu generieren auf YouTube und dadurch irgendwie groß was reißen zu wollen. Das ist einfach, weil ich Bock drauf habe, mit euch Videos zu schauen und darüber zu reden. Beziehungsweise ich rede, ihr schreibt und wir können uns darüber austauschen. Also das ist halt der Punkt, den ich super geil finde. Hi, ich bin Fabi. Hi. Ehrensache. Twitch ist eine wundervolle Ehrensache. Plattform, die super vielfältig ist. Ich hoffe, das wurde jetzt durch die Auswahl der Streamerinnen und Streamer auch irgendwie ersichtlich. Man kann auf dieser Plattform etwas lernen, man kann etwas über sich selbst erfahren oder sich einfach auch entertainen lassen. Es gibt sogenannte Kuschel-Communities, es gibt Communities mit mehr Abstand, es gibt Streamerinnen und Streamer mit mal mehr, mal weniger Anstand und es gibt einfach die komplette Bandbreite. Und ich glaube, für jeden Zuschauer und für jeden, also für jeden Streamer gibt es den richtigen Zuschauer und andersrum. Ich hoffe, dass ich noch lange auf dieser Plattform streamen darf oder auf dieser Plattform streamen kann. Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen auf dieser Plattform gesammelt. Natürlich gibt es auch weniger gute Erfahrungen, aber das gehört auch dazu, um auch vielleicht die guten mehr wertzuschätzen. Das Y-Kollektiv hat ein Video rausgebracht, womit ich mich eigentlich nur angegriffen gefühlt habe. Es war, also die Fragestellung war schlecht. Das gezeigte Material war übelst kacke. Fräulein Freitag ist ein wenig unter die Räder gekommen und das zu Unrecht. Ich weiß nicht, wie medienerfahren sie ist. Ich kenne ihre Medienkompetenz nicht. Aber wenn man sagt, hey, ich möchte, dass das und das nicht reingeschnitten wird, hey, ich möchte das vorher sichten, bevor es online geht. Ich weiß nicht, was dir zugesagt worden ist und was nicht, aber wenn du eine Rechteabtretung an Bild und Ton unterschreibst, dürfen sie mit dem Material machen, was sie wollen. Und generell, ich komme vom Fernsehen, es wird den Protagonisten nie das Material gezeigt. So, auch nicht. Wollen wir uns gleich nochmal zusammen das Y-Kollektiv-Video angucken, damit wir dann direkt nochmal im Anschluss sehen, wovon er redet. Ich bin der Meinung, ich habe das Video schon gesehen, das mit Fräulein Freitag, von dem er gerade geredet hat, habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Gut, dann gucken wir uns gleich das Y-Kollektiv-Video noch dazu an. Sehr cool. Ich habe Bock. Nicht der fertige. Dann erzähle ich nämlich nochmal. Dann erzähle ich noch nicht zu viel davon. Redakteur, Redaktionsleitung, ja. Senderedakteur dann zu sehen. So, wie dem auch sei, ich danke euch, dass ihr dieses Video angeschaut habt und ja. Ist doch Ehrensache. Ein bisschen zu kurz, vielleicht wird es noch ein zweites Video geben, ich weiß es noch nicht. Es hat mich sehr gefreut. Stehe für Interviews gerne zur Verfügung. Girls, ihr habt das letzte Wort. Ich hoffe, dass wir mit dem Video halt klarstellen, dass Streamer jetzt nicht irgendwo in einem Keller sitzen müssen und den ganzen Tag das Haus nicht verlassen, sondern dass Streamer ganz normal Familienväter sind, dass Streamer ganz normale Teenager sind, egal ob Frau oder Mann, das ist, glaube ich, egal. Stream ist viel... Das sieht ganz anders aus, meine Vorstellung. Bei mir ist einfach nur Gerste 36 Ehre. Schwarzblende, ich werde nie wieder gesehen in dem Video. Viel mehr als alleine vor einer Kamera zu sitzen und keine Sozialkontakte zu haben. Ja. Ich finde, das ist was, worauf auf Twitch sehr wenig geachtet wird, ist, dass wenn man Erfolg auf Twitch haben will, dass man nicht nur an seinem Stream arbeiten muss und nicht nur an dem Kontakt zu der Community, sondern dass man auch an sich selbst arbeiten muss und dass man sich eben Auszeiten nimmt und dass man guckt, was man für sich selbst machen kann. dass man sich persönlich weiterentwickelt und dass man sich um sein eigenes Wohlergehen sorgt, weil das auch mit der Qualität zusammenhängt und mit dem, was man sich aufbaut. Und weil es einem nichts bringt, wenn man sich da etwas aufbaut und dann unglücklich damit ist. Meine letzten Worte sind quasi eine Bitte an alle, die sich das anschauen. Holt euch Informationen ein, hinterfragt Sachen, fangt an, bitte kritisch zu denken, sofern ihr das noch nicht macht. Nehmt es nicht alles so auf, wie es jetzt da irgendwie einem vorgekaut wird. Und bitte, 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 wenn ihr mit Leuten in Kontakt tretet, kommuniziert auf Augenhöhe und bitte mit einem gewissen Respekt. Zum Abschluss möchte ich vielleicht
noch sagen, dass es cool ist, wenn ihr streamen wollt, wenn ihr YouTube machen wollt, wenn ihr euch kreativ entfalten wollt, aber, ne, der Boomer-Kommentar, bedenkt, es ist unrealistisch oder sehr unwahrscheinlich, dass man damit groß erfolgreich wird. Es gibt irgendwie nur eine Handvoll Leute, die davon gut leben können. Habt immer irgendwie einen Plan B parat. Und ansonsten schadet es nicht. Halt, probiert euch aus. Probiert ganz euch genau aus. So, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ich dabei war. Letzte Wort, meinst du? Hat mich gefreut, dass ich dabei war. Schön, hier zu sein. Hätte nicht erwartet, dass du mich gefragt hättest. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen meinen Standpunkt vertreten. Falls jemand was dagegen hat, ist es mir egal. Ha, 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 ha. Geh weg. Ich wünsche einen angenehmen Tag noch und damit hau da rein und tschüss. Ich will nur sagen, dass Twitch Prime die kostenlose Möglichkeit ist, meinen Kanal auf Twitch zu unterstützen. Nutzt das. Mein letztes Wort ist... Ja, nice. Oh, come on, der war wunderschön. Gut. Fandst du nicht? Fandst du ein bisschen sexy war es schon, oder? Doch. Ja, cool. Es ist halt momentan so ein kleines Fenster. Stopp. Ey, was ist hier? Hallo, was ist hier los? Mein Browser spackt. Gott. Ja, krass. Geile Reportage auf jeden Fall. Stay hat in mehrererlei Hinsicht den Vogel abgeschossen, auf jeden Fall. Sehr cool. Ich kann euch nur empfehlen, die Leute, die da waren, die scheinen echt einen richtig coolen Eindruck zu machen. Ich werde mir das auf jeden Fall nochmal zu Gemüte führen und werde den einen oder anderen davon mit Sicherheit abonnieren.